Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Jo, gut. Letzte Woche geerntet. Ne, Quatsch, das Stroh haben wir voll weggemacht. Dann müssen wir diese Woche wieder düngen. Und ich habe natürlich auch den ein oder anderen Kommentar gelesen. Da ging es eben darum, dass wir jetzt erstmal... Moment, falscher Gang drin. Jetzt. Dass ich jetzt erstmal die Felder bearbeiten soll und dann wir uns um den Metzger kümmern werden. Das ist, denke ich, ein guter Plan. Da klingelt's schon. Volker Varuna, hallo. Moin. Servus, Franz. Ja. Was ist los? Was soll ich denn machen jetzt? Entweder guckst du mal ins Tablet wegen den Produktionen, ob da irgendwas ist. Ja. Und ansonsten müssten wir dann mal ansehen, der Reihe nach, die drei Felder. Okay, mit was? Dann wüsste ich erst schon. Ich würde fast sagen, wir machen Dinkel oder Mohn oder sowas. Dinkel gibt gut Geld. Auf allen drei. Oder wir machen ein bisschen Dinkel und Roggen. Dinkelrocken, Mohn oder so. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, was wir die Woche noch tun müssen. Jo. Ich werde noch mal einen Termin machen mit dem Jürgen. Wegen der Metzgerei. Die Besichtigung habe ich gemacht. Ja, okay. Ja, zwei Silos sehen jetzt nicht mehr so gut aus. Die werden wir irgendwann mal tauschen müssen. Also ja. Irgendwelche Abwassersilos oder keine Ahnung was das ist. Die sehen ein bisschen schäbig aus. Aber sonst ist ganz gut in Schuss. Wurst, Steaks und Dönerfleisch können wir herstellen. Ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann müssen wir halt in Verhandlungen gehen. Wie wir das mit den Einkaufspreisen für die Tierchen machen. Oder, was ich mir auch überlegt habe, ist, ob wir mit dem Kuhbauern reden. Ob der uns Kühe... irgendwie durchfüttert für die Mast, weißt du? Ah ja. Das könnte man natürlich auch. Dass wir sagen, wir so, keine Ahnung. Ach Mensch. Schon wieder Probleme mit dem John Deere, ey. Tempomat springt immer raus. Dass wir sagen, wir kaufen ein paar Tierchen, stellen sie bei denen zur Mast. Für einen kleinen Betrag und dann holen wir sie nach einer Zeit ab und führen sie der Metzgerei zu. Ja. Also die Idee hatte ich noch. Aber gucken wir mal. Braucht, wo macht man denn bei dem Sägewerk das Holz drauf? Ja, hinten beim Kran. Kran? Wenn du hochfährst, rechts hinten, da ist ein Kran. So ein großer, gelber. Ah, also da drauf. Ja. Okay. Haben wir eigentlich noch Holz? Ja, da steht noch ein großer. Ein Anhänger, okay. Und Hackschnitzel. Hackschnitzel liegt übrigens beim Jürgen noch auf dem Hof in Annaburger voll. Soll ich den nicht frisch holen? Aber wenn da leer ist, dann könnte man das machen. Bei welcher Produktion braucht es die Hackschnitzel bei der... Karton. Hauptsächlich. Weil für die Sägewerk haben wir ja Stroh. Da. Ja, das brauche ich das unbedingt. Ja. Dann rufst du den Jürgen an. Oder ja, ob er irgendwie einen Telelader oder so mit Schaufel hat. Sonst bist du da natürlich eine Weile beschäftigt mit dem Hackschnitzel aufladen. Die hat es noch nicht verladen. Nee, die liegen da auf dem Boden. Die habe ich abgekippt, bevor die Pacht vom Wald ausgelaufen ist. Wo ist denn der... Soll ich den Josk hinnehmen? Nee, mit dem kriegst du die Hackschnitzel da nicht rein. Ah doch, kriegst du rein. Ja, kannst du machen. Okay. Bei der Holzkohleproduktion. Da brauchen wir den Annaburger. Okay, passt. Tschüss.
Gut, ciao, Mann. Sehe ich wieder nicht. Ich glaube, ich brauche eine neue Brille hier. Ich sehe nie, wo die, wo schon gedüngt ist und wo noch nicht. Aber ich glaube, das passt so. Ne, passt nicht. Ganz knapp daneben. Mal gucken, wie viel Dünger wir da noch haben. 600. Das wird nicht mehr allzu lange reichen. Dass ich mal hier eine gerade Linie hinkriege. Ja, bitte. Ja, wer ist denn da? Der Herr Krüger. Ah, Volker Warune, ja, hallo. Grüß Gott. Mir ist wieder eingefallen, dass ich ja bei Ihnen irgendwas bestellt hatte. Genau. Was war denn das nochmal? Ich wollte mal, ich glaube, irgendein Auto ein oder so. MAN TGE unter PKWs im Katalog ist zu finden. Ah, das war dieser mit Ladefläche, der, gell? Genau. Okay. Was hat der nochmal gekostet? 49.300. Brutto. Brutto, ja. Okay. In Chondiri-Grün mit beiden Rundumleuchten und der größten Motorausführung, hatten sie gesagt. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt's wieder. Okay. Ist der schon geliefert? Nein, der ist noch nicht mal bestellt, aber die Bestellung kann ich gleich machen. Und ihnen liefern dann. Okay. Ich muss mal kurz in die App schauen, wie viel Geld ich noch habe. Dann könnte ich Ihnen sagen. Ja, können wir machen. Können Sie bestellen. Okay, machen wir. Wann ist der dann da? Der müsste heute noch geliefert werden. Okay, gut. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann komme ich vielleicht später vorbei mit dem Mitarbeiter und hol den ab. Okay, machen wir so. Gut, danke. Tschüss. Okay, ja. Gut. Ja, das ging mir völlig aus. Dann hätte ich wahrscheinlich das Auto letzte Woche nicht gekauft. Aber naja, ich denke, ich habe jetzt einen festen Mitarbeiter. Da macht wahrscheinlich ein Auto und zusätzlich trotzdem Sinn, weil manchmal müssen wir auch zu zweit auf irgendwelche Termine oder so. Dann passt das auch wieder. Und vor allem ist ja dieser MAN-Dinger da, ups, hat der ja auch eine Ladefläche hinten, wo wir dann wahrscheinlich so 4 Paletten oder so drauf kriegen. Dann können wir da auch Kundenservice betreiben. Mal ein paar Paletten wegbringen oder so. Ich hoffe nur, dass ich noch Dünger habe. Jetzt muss ich nochmal zum Neumann fahren. Das wäre ein bisschen umständlich. Ich muss jetzt einfach so fahren, sonst
Das ist ein bisschen doof. Vielleicht nehmen wir demnächst mal GPS hier mit drauf. Dann können wir definitiv onboard fahren, weil dann ist das Ganze ja ein bisschen einfacher. Müssen wir uns mal überlegen. Volker Varuna, hallo? Hallo. Ach, du bist. Ich habe vorhin den Herrn Razix angerufen, aber der hat bei seinem Tele-Lader keine Schaufel. Das ist ungeschickt. Wo wäre denn bei uns die Schaufel? Oder haben wir eine? Falls wir eine haben, dann beim Sägewerk. Ja, dann schaue ich dann mal. Ja. Also wenn überhaupt. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt fahren wir hier ein bisschen zickzack, dann müsste das passen. Das Großteil ist gedüngt dann. Dieser Teil schon wieder leer. Ja. Heute ruckelt es aber irgendwie viel. Fahren tut's, aber irgendwie das Bild ruckelt. Oh, so ein Glück, wir haben noch Dünger. 7000 Liter, das ist perfekt. Jetzt voll oder nicht? Ja. Gut, dann legen wir noch schnell das letzte Feld. Und dann kann ich mich morgen um die Aussaat kümmern. Oder ist dann Timo mal eingestellt? Nein, eigentlich nicht. Also ne, warte mal, hier habe ich doch schon gedüngt, oder? Witzig. Gut, dann kann ich sogar jetzt schon die Sämaschine klar machen. Wenn ich weiß, wo der Xerion steht.
Tja, das ist die Frage, wo steht jetzt Xerion? Hallo? Jo, Franz, ich bin's, Volker. Hallo? Du weißt du, wo der Xerion ist? Den habe ich. Ah, wo denn? Bist du am Ansehen? Ich muss ja das Zeug holen. Hackschnitzel. Ach so. Ja, muss ich gerade mal in den Fahrzeugschein reingucken. 300 PS, das reicht für die Horsch. Okay, passt, danke, dann nehme ich den Johnny. Okay. So, ist da noch was drin? Nicht viel. Gucken wir mal, ob wir davon auch noch was haben vom Saatgut. Wenn nicht, hau ich gleich noch einen Auftrag raus für den Neumann. Ja, nichts mehr da. Mist. Dann werde ich aber wahrscheinlich erstmal Mohn ansehen. Oder ich hau auf alles das Gleiche. Hä? Wie ist denn jetzt? Wie ist denn jetzt der Massa hierher gekommen? So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Tschüss.